Hi Leute, heute gibt es wieder eine schöne Rezeptidee und zwar von dem Partnerwahnmädchen. Sie wollte gerne Würzfleisch haben. Ja, das ist wieder ein nachgemachtes Fleischgericht, aber egal, da habe ich gerade auch Spaß dran in letzter Zeit. Würzfleisch oder Rabofeng ist im Ursprünglichen ganz fein geschnittenes Fleisch in einer weißen Soße mit Käse überbacken und das wird als Vorspeise gereicht. Und ja, gerade hier in Mecklenburg gibt es eigentlich kaum ein Restaurant, wo ich das noch nicht auf der Speisekarte gesehen habe. Ja, deswegen finde ich es mal ganz interessant, das mal vegan nachzumachen. Ich muss dazu sagen, die Fleischvariante hat extrem wenig Gemüse. Da sind, glaube ich, nur ein paar Pilze und Zwiebeln drin. Meine Version wird halt nur ein bisschen Tofu enthalten und dafür mehr Gemüse. Ich finde, das passt auch mehr zur veganen Küche, dass man dann wirklich nicht nur Tofu nimmt. Ja, okay, los geht's. So, den Tofu schneiden wir erstmal in ganz feine Würfel. Das heißt ja auch Ragufeng, also feines Ragout sozusagen. Das heißt also ganz fein geschnittenes Gemüse bzw. Fleisch oder Tofu in diesem Fall. So, schon mal beiseite stellen. Das waren übrigens jetzt 200 Gramm Tofu. So, dann die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und die Zwiebel und den Tofu würde ich auf jeden Fall in extra Schüsseln geben. Das restliche Gemüse, das geben wir nachher alles mit einem Mal rein. Das ist also nicht weiter schlimm, wenn ihr das alles in einer Schüssel lasst. Die Pilze ebenfalls in feine Würfel, soweit das möglich ist. Die Zucchini ebenfalls. So, genau wie die Möhren, auch wieder in kleine Würfel. So, alles an Gemüse klein geschnitten. Dann braucht ihr als nächstes am besten einen beschichteten Topf oder wie ich hier eine beschichtete Wokpfanne. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Olivenöl reingemacht. Ihr könnt allerdings auch so ein bisschen Margarine nehmen stattdessen. Dann habe ich hier noch einen halben Liter Wasser mit ungefähr einem halben bis einem Teelöffel Gemüsebrühenpulver. Einen halben Teelöffel Muskatnuss. Und eigentlich könnte man jetzt da Weißwein reinmachen. Macht man zumindest im Original. Ja, Weißwein habe ich jetzt gerade nicht hier, deswegen gebe ich ein bisschen für den Geschmack einen Esslöffel Apfelessig dazu. Und wenn ihr es gerne mit Weißwein machen wollt, dann braucht ihr ungefähr 100 Milliliter. Nehmt dafür ein kleines bisschen weniger von der Gemüsebrühe und löscht das Ganze dann später einfach damit ab, anstatt gleich mit der Brühe. Außerdem habe ich hier noch ein, zwei Lorbeerblätter und drei Pimentkörner ungefähr. Ja, die werden normalerweise richtig lange mitgekocht. Das können wir in diesem Fall allerdings nicht machen, weil ja, der Tofu, der braucht halt nicht so lange. Und das Gemüse ist ja auch nach kurzer Zeit eigentlich durch und würde nur noch matschig werden. Deswegen mache ich das diesmal so, dass ich die Gewürze einfach klein mahle. Mag ich ehrlich gesagt auch viel lieber, als wenn die so groß im Essen sind. Da muss man die nämlich immer raussammeln und kann das Ganze einfach so essen. Ja, die Gewürze mache ich jetzt schnell in meiner Molinette klein. So, reicht auch schon. Das Fleisch für Ragufeng wird übrigens immer nur gekocht und nicht angebraten, denn es soll ja eigentlich auch hell bleiben. Deswegen schwitze ich jetzt auch nur ganz kurz die Zwiebeln an und lasse die auch gar nicht großartig braun werden. Genauso wie auch den Tofu gleich. So, der Tofu kommt gleich dazu. Dann könnt ihr gleich mal die Gewürze dazugeben und kurz mit angehen lassen. Also hier die Lorbeerblätter und die Pimentkörner und den halben Teelöffel Muskat. Dadurch entwickeln die auch gleich so ein schönes Aroma. Dann habe ich hier zwei Esslöffel Maismehl. Gebe ich jetzt erstmal dazu.
und rühre sie schön unter. Reduziere die Hitze ein bisschen auf die Hälfte und lasse das Maismehl so ein bisschen anschwitzen. Ihr könnt übrigens auch statt Maismehl einfach Dinkel- oder Weizenmehl nehmen. Es geht halt nur darum, dass die Soße nachher schön sämig wird. Und ich wollte es halt einfach glutenfrei lassen. So, wenn das Maismehl so ungefähr eine Minute bis anderthalb mit angeschwitzt wurde, dann könnt ihr den halben Liter Brühe dazu geben. Und auch gleich einen Esslöffel Apfelessig. Jetzt könnt ihr das Ganze auch wieder hochschalten. So, die Soße zieht jetzt auch schön an. Fängt auch schon an zu kochen. Dann könnt ihr jetzt auch das Gemüse dazu geben. Das Gemüse einmal unterrühren. Und den Herd könnt ihr jetzt schon mal ausschalten. Dann könnt ihr das nach eurem Geschmack nochmal nachsalzen oder nachwürzen. Ich habe jetzt nochmal einen Teelöffel Salz reingegeben. So, die Pfanne könnt ihr jetzt erstmal vom Herd nehmen und das Gemüse erstmal noch ein bisschen durchziehen lassen. Denn wir machen jetzt erstmal noch den Käseersatz. Ich habe hier 4 Esslöffel Cashewkerne und 3 Esslöffel Sonnenblumenkerne. Die gebe ich erstmal in einen Mixer. Außerdem habe ich hier noch 1 Esslöffel Würzhefeflocken. Dazu kommt jetzt noch eine halbe Tasse Wasser und ca. ein halber Teelöffel Salz. Und das Ganze mixt ihr jetzt so lange, bis ihr eine schöne, feine Paste habt. So sieht das Ganze gut aus. Die kann ruhig ein bisschen dünnflüssiger sein. Ein kleines bisschen Würze jetzt auch noch anziehen. So, zum Würzfleisch könnt ihr jetzt noch einen kleinen Schluck Sojasahne dazugeben. Nochmal schön unterrühren. So, dann braucht ihr 4 solche Suppenschalen. Im Ursprünglichen sind das so eine kleinen Schälchen, in denen das serviert wird, zumindest in der Gastronomie. Aber ja, zu Hause ist es ja doch immer ein bisschen was anderes. Außerdem könnt ihr das auch super als Hauptgang essen. Ja, in jede Schüssel gebe ich jetzt in etwa gleich viel rein. Und da verteilt ihr jetzt gleichmäßig die Cashew-Sonnenblumenkernsoße drauf. Muss nicht unbedingt alles bedecken. So, die 4 kommen jetzt in den Ofen bei 180 Grad, ungefähr ja, 15 bis 20 Minuten. Ja, je nachdem, wie braun ihr die gerne haben möchtet. So, das waren jetzt ungefähr 20 Minuten und ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus. So, mal kosten das Ganze. Also traditionell isst man dazu eigentlich auch Weißbrot und zum Würzen Wustersoße oder ich meine auch Tabasco, zumindest kenne ich so. Ja, lecker. Also erinnere mich auf jeden Fall ein bisschen an das Würzfleisch von damals. Und natürlich, der Grundgeschmack ist natürlich ein bisschen anders. Und ansonsten einfach wieder ein leckeres, veganes Gericht. Ja, wie gesagt, als Vorspeise oder auch als Hauptgang könnt ihr das verwenden. Je nach Größe halt. Ja, vielen Dank an dich, Padawan-Mädchen, für diesen Rezeptwunsch. Und ja, wenn ihr wieder andere Vorschläge habt, was ich noch veganisieren soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir mal. Okay, dann viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.